Ich hole mir das Bundle hier, krieg 500 A-Products und 100 mal 10 A-Product garantiert, also nochmal 1000, also quasi 1500 A-Products für 12.000 Cash. Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer der vermutlich krassesten Cash-Up-Aktionen des Jahres. Aber wir haben erst März, also vielleicht erstmal abwarten. Wartung am 10.3. Zubehör-Upgrade-Event beginnt und Server-Stabilität. Ja, es beginnt ein neues Event, aber es ist kein gewöhnliches Event, sondern das Zubehör-Upgrade-Event. Und das beinhaltet vom Namen her nicht so leicht ableitbar eine erhöhte Upgrade-Chance für Schmuck. Liebe Spieler, das Zubehör-Upgrade-Event findet zwischen der Serverwartung am 10. März und dem 24. März statt. Während des Events ist die Zubehör-Upgrade-Rate erhöht. Viel Glück, Grüße, Flive-Team. Entschuldigung, Rappels-Team meine ich natürlich. Und ja, Zubehör, was bedeutet das? Schmuck. Sie haben halt Accessories, also ich vermute persönlich, sie haben es halt vom Koreanischen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Und Accessory kann man ja zu Schmuck sagen, aber das haben sie halt einfach falsch übersetzt und deswegen heißt jetzt bei uns Zubehör, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Das hat noch nie jemals Zubehör geheißen, aber wie gesagt, wurde halt schlecht übersetzt. Vermutlich, anders kann ich mir das nicht erklären. Ist ja auch egal, jetzt wisst ihr alle, was damit gemeint ist und spätestens mit der Cash-Up-Aktion wäre aber sowieso klar, was mit diesem Upgrade-Event gemeint ist. Also, erstmal haben wir vom 10. bis 17. März alle 12% und R-Karten, zusätzlich alle permanenten Beats und also Beat Bundles und die Premium-Buffs 15 und 30 Tage. Zusätzlich vom 11. bis 15. März Scroll-Off-Unbinding und Lucky Box Scroll-Off-Unbinding. Und zusätzlich dazu vom 10. bis 24. März, also man könnte fast meinen, sie brauchen Geld oder so, gibt es noch fette A-Product Bundles. Die Bundle beinhalten für 11.700 Cash 150 Scroll-of-A-Product Event-Boxen und jeweils die Smart Glass der jeweiligen Klasse. Bei den Smart Glasses müsst ihr vorsichtig sein, die sind zwar gut, zum Beispiel beim Blade gibt sie 12% Angriff und ich glaube 15 oder 12 STR, ist nicht so wichtig, aber auf jeden Fall 12% Angriff, damit ist sie besser als viele andere Masken, aber die waren, als sie rauskamen, ziemlich heftig. Mittlerweile sind sie nicht mehr so krass. Allerdings, was man hier noch zusätzlich bekommt, sind 150 A-Product Event-Boxen. Und das wird hier wahrscheinlich den Ausschlag geben, warum sich der ein oder andere hier vielleicht doch für das ein oder andere Bundle entscheiden wird. Denn das könnte durchaus ziemlich krass werden, wobei es dann natürlich, es sind Boxen, also Lucky Boxen, das heißt, man kann Glück und aber auch Pech haben. Genau, also die Bundles sind alle gleich bis hierhin, bis zum Psykeeper. Dann Scroll of A-Product 500 für 12.000 Cash enthält einfach so 500 A-Product, 100 von diesen Boxen und 500 Moonstones. Außerdem gibt es noch eine Lucky Box Scroll of A-Product für 350 Cash und diese enthält 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500 oder bis zu 1000 Scroll of A-Product. Ja, ich denke mal, man kann sich gut ausrechnen, was hier die Chance für 1000 ist oder gar für 400 und 500. Wobei 10 für 350 Cash, soweit ich weiß, eigentlich auch schon gar nicht so schlecht ist. Also, ich meine, es ist nicht sehr gut. Das normale 65er Bundle kostet 1750, glaube ich. Also 65 A-Products für 1750. Das heißt, wenn man dieses Bundle hier kaufen würde, 7 Mal wäre man definitiv teurer dran und hätte dann 70 A-Products. Allerdings halte ich es dann doch eher für unwahrscheinlich, dass man 7 mal 10 bekommt. Aber wie gesagt, das muss sich jeder selber ausrechnen, ob sich das für ihn lohnt oder nicht, das Risiko hinzugehen. Zusätzlich dazu gibt es jetzt ab dem 10. März noch permanent immens Aiden's Gift. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, was damit gemeint ist, weil da gab es in der Vergangenheit schon oft Verwirrungen, wo Cash-Up-Aktionen gestartet sind mit Aiden's Gift. Und dann stand da auch quasi, ja, es gibt jetzt Aiden's Gift im Angebot, 30 Tage. Also was einfach Aiden's Jar im Endeffekt ist, nur halt verschlossen sozusagen. Und dann war es aber gar keine richtige Cash-Up-Aktion, sondern es war einfach nur 10% reduziert und solche Sachen. Also keine Ahnung, was sie damit meinen, weil es jetzt auch permanent hier angeboten wird. Aber wahrscheinlich haben sie nur die Kategorie geändert. Vermutlich ist es deswegen. Ja, was bedeutet das jetzt? Ein wichtiger Hinweis, bevor ihr hier aufladet und euch denkt, hä, das ist ja idiotensicher. Ich hole mir das Bundle hier, krieg 500 A-Products
Und 100 mal 10 A-Product garantiert, also nochmal 1000, also quasi 1500 A-Products für 12.000 Cash. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Hier kriegt man nämlich, bei allen Bundles kriegt man Scroll-Off A-Protect Event Box. Das ist nicht diese Box hier. Das hier ist die Lucky Box Scroll-Off A-Protect und enthält mindestens 10 A-Product. Die Scroll-Off A-Protect Event Box enthält maximal 10. 1 bis 10. Und diese sind seengebunden. Wichtiger Hinweis. Verdammt wichtiger Hinweis. Das heißt, wenn ihr hier wirklich, also gut, das mit dem Seengebunden kann ich nicht garantieren, aber das sind die, also diese Scroll-Off A-Protect Event Box, die sind von dem Einlog-Event. Also wenn ihr euch in-game mal anguckt, wie eure Boxen zum Beispiel heißen, Scroll-Off C-Protect, die heißen Scroll-Off C-Protect Event Box. Da sind 1 bis 10 C-Protect drin, je nachdem wie viel Glück oder Pech man hat. Mit dem Seengebunden, da lege ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer. Vielleicht sind sie auch ungebunden. Ich würde aber lieber mal davon ausgehen, dass sie seengebunden sind zur Sicherheit. Weil dieses Item, Scroll of A-Product Event Box, gab es bisher nur in seengebundener Form. Deswegen sollte man stark davon ausgehen, dass es auch hier wieder seengebunden ist. Steht dann im Cash-Up aber vielleicht auch dabei. Hier steht es halt leider nicht dabei. Genau, also das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Dennoch ist es natürlich ziemlich heftig, weil das heißt, man kriegt hier mindestens 150 A-Products und bei den Eventboxen muss man tatsächlich fairerweise sagen, die haben ziemlich gute Ratios. Also es ist es wird unmöglich sein, 150 mal 1 zu kriegen. Also ich denke mal, im Durchschnitt wird man zwischen 3 und 5 kriegen oder zwischen 2 und 4, sagen wir es mal so, ein bisschen unter der Hälfte vielleicht. Also ich denke mal, mindestens 300 A-Products wird man hier bekommen und ich kann mir gut vorstellen, dass es bestimmt auch Leute gibt, die hier 500 oder 600 kriegen. Und dann ist das schon gar nicht so bad, wenn man denn die Smart Glasses braucht. Aber vermutlich wäre es klüger, das Bundle hier zu kaufen, weil man dann auf der sicheren Seite ist und die Smart Glasses teilweise halt wirklich nicht viel wert sein dürften. Die genauen Effekte müsste man sich dann nochmal anschauen. Für jeder für sich, aber zum Beispiel die von Blade, meistgespielte Klasse, ist jetzt wirklich nicht so krass, also vor allem nicht für den Preis. Und vor allem, wenn die A-Projects dann wirklich seengebunden wären, dann wäre es natürlich richtig belastend. Aber das Wichtigste, was ich euch auf jeden Fall mal auf den Weg geben wollte, nicht, dass da jemand sich im Nachhinein dann drüber ärgert, das hier ist eine andere Lucky Box als die hier oben. Also man kriegt hier nicht garantiert 1000 A-Projects, das wäre ja vollkommen bescheuert, dann würde ja dieses Angebot hier zum Beispiel nicht so viel Sinn machen. Oder generell würden die Angebote eigentlich alle überhaupt keinen Sinn machen. Also das wäre einfach zu krass. Also das, denke ich mal, konnte sich selber jeder denken. Aber wie gesagt, das nur so vollständigkeitshalber. Ja, und dann, damit das Video nicht ganz so leer ist, machen wir wieder drei Eggs auf. Erwecken dreimal Rimmiff Suit. Dreimal. Und öffnen meine beiden Lucky Beatboxen. Die machen wir auch gleich als erstes, weil die eh gebunden sind. Und ich sie heute aus der Post holen wollte, damit ich sie nicht vergesse. Hat nicht so gut funktioniert. Magic Attack und Defense, das sind literally die beiden schlechtesten, die man kriegen kann. Dann Bahamut, zweitschlechtestes Pet. Letztes Mal hatten wir gleich zwei Hippogriffs. Nightmare, drittschlechtestes Pet. Und kriegen wir noch das schlechteste oder das viertschlechteste? Okay. Letztes Mal zwei Hippogriffs, diesmal zwei Bahamuts. Schade. Schade. Okay. Also hier, wie gesagt, Death plus 60, Magiescham plus 60, das sind zwei der schlechtesten Beats. Leider. Ja, dann würde ich sagen, Rimmiff Suit, die habe ich aus dem Auktionshaus gekauft. Eine davon hat mich, glaube ich, 11 Mio gekostet, die anderen beiden 25, 35, sowas. Ja, keine Ahnung, da war ich einfach random in Lust und Laune, die zu kaufen. Das Ding ist halt, mein Ringmaster hat aktuell eine Suit mit 10 Int und ich hätte halt gerne eine mit Cast Time am liebsten. Am allerliebsten natürlich Cast Time und STA oder extrem viel STA, aber einfach nur Cast Time wäre schon nice. Hier haben wir nichts. Das ist halt legit alles positiv. Sie hat Int plus 10, das ist ein Witz. Oh, das kann nicht sein. Es war so klar. Ey. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Das ist wirklich, das ist so lächerlich. Positiv, 10 Int. Positiv einfach alles. Das Einzige, was ich suche, negativ. Das ist so ein Joke einfach.
Aber immerhin sind die beiden hier nicht negativ erweckt. Das heißt, die kann ich wieder resend sozusagen. Ich meine, gut, die Suit hier wird niemandem wirklich was bringen, sage ich mal. Außer Bolt vielleicht. Und na gut, hier sind immerhin 10 Int drauf. Die trage ich aktuell auch. Also die ist gar nicht so schlecht. Also die müsste auf jeden Fall mindestens so viel wert sein, wie ich ausgegeben habe. Und na gut, die wird beim NPC landen, weil mit minus 2 Cast Time wird sich und minus 1 SDA wird sich sicherlich keiner eine Rimmer Suit kaufen. Außerdem ist sie sogar noch weiblich, also von dem her. Ja, wobei Ringmaster sind wahrscheinlich sogar überwiegend weiblich. Tatsächlich. Naja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wie gesagt, bedenkt es auf jeden Fall, falls ihr ans Cashen denken solltet, dass ihr nicht die Lucky Box 150 Mal bekommt oder 100 Mal oder wie oft auch immer, sondern nur die Event Box, ja. Also die, habe ich die nicht sogar hier irgendwo? Ach, ich habe sie in der Post noch. Hier. Scroll of C Product Event Box, seelengebunden. Und die im Cash-Shop heißt Scroll of A Product Event Box. Also naheliegend, dass das die gleiche ist. Nur mit dem Seelengebunden, das könnte halt tatsächlich sein, dass die im Cash-Shop nicht seelengebunden ist, aber das kann man zum aktuellen Zeitpunkt unmöglich wissen. Und damit danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.